Capital Bras Vater wird beleidigt und der Rapper hat es mitbekommen. In der Nacht kippt wieder einmal die Stimmung zwischen seinem alten Rap-Kumpel K.A. und dem Berliner Rapster. Denn auf TikTok wird im Livestream über Capi gesprochen und plötzlich wird auch sein Vater erwähnt. Das Dramatische an der Sache, der Vater von Capital ist tot. Aus dem Grund reagiert er wie folgt. Mein Vater ist tot, ihr Dreck. Ich f*** euch alle drei. Mal schauen, ob ihr bald noch lacht. Die Reaktion von K.A. hat nicht lange gebraucht. Nur ein paar Minuten später veröffentlicht er gleich mehrere Ansagen. K.A. wirft ihm Heuchlerei vor und dass er nur im Internet solche Töne spuckt. Außerdem war er zum Beispiel nie auf der Beerdigung von seinem Vater oder hat Interesse gezeigt, sich mit ihm zu treffen und ihm zu verzeihen. In der Ansage von K.A. heißt es nun, du kleiner... Tu nicht so, als ob du unseren Slang nicht kennst. Du weißt ganz genau, dass wenn ich sage, ich würde sein Vater, meine ich nicht wortwörtlich sein Vater. Damit will ich sagen, ich würde ihn auseinandernehmen. Und du weißt es ganz genau, du... Und wen du... Zeig mal, du Polizist. Deine Mitleidstour ist vorbei. Seit Jahren sind die anderen schuld. Hör auf, Lügen zu erzählen. Dein Vater wollte dich nie. Er hat euch verlassen seit deiner Kindheit. Hör auf mit deinen Filmen, du Storymaker. Komm und trau dich nach Berlin, wenn du mich willst, du Du warst nie Straße, du hast dich mit unseren Namen groß gemacht. Du bist ein kleiner der vor jedem Angst hat. Du kleiner Alles, was du in deinen Texten rappst, ist gelogen. Du Nicht eine Zeile, die du rappst, ist echt. Wir haben dir damals gesagt, verzeih dein Vater, klär das mit deinem Vater, du wolltest nie. Warst immer dagegen, deshalb lass deine Mitleidstour. Selbst wenn dein Vater nach unserer Zeit gestorben ist, warst du auf seiner Beerdigung oder auf der Trauerfeier? Nein, warst du nicht. Deshalb lass deine Geschichte, bevor ich ganz Deutschland beweise, dass du nicht auf der Beerdigung von deinem eigenen Vater warst. Du krasser Ehrenmann, du Heuchler. Anschließend gab es von Capital keine Reaktion mehr auf die Ansagen von K.A. Ob sie privat noch einmal miteinander gesprochen haben, ist leider nicht bekannt. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr über die ganzen Ansagen von K.A. und glaubt ihr, dass Capital darauf reagieren wird? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.